Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part, Part Nummer 3 von Nick's Quest hier auf dem Kanal. Dieses große Tor wird sich nur öffnen, wenn du den passenden Block findest. Okay. Ich muss ihn finden und hierher bringen. Okay, das ist doch gleich mal zu Beginn eine Ansage. Dann gucken wir mal, ob wir den Block finden. Weg damit. Vermutlich müssen wir erstmal hier hoch. Weil einen anderen Weg sehe ich jetzt spontan nicht. Ist das gleich hier wieder ein Rätsel? Muss ich da was tun? Ist gefährlich, da hochzugehen. Ich gehe erstmal da lang. Gucken, was passiert. Da ist es gefährlich heiß. Bam. Da können wir ein bisschen was drücken, um die Harpien zu beseitigen. Na? Das hat doch prima funktioniert, so wie ich das sehe. Was passiert hier? Nichts, okay, habe ich mir fast gedacht. Dann gehen wir da oben lang. Machen wir den da auch noch weg. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir hängen bleiben, ne? Das hält uns doch nicht auf hier, oder? Nie im Leben. Weg damit. Und schnell nach oben. Da scheint es sicher zu sein. Und dann können wir das hier wegbomben. Prima. So. Ruhe da unten jetzt. Da ist ein Block. Ist das der Block, den wir vorbringen müssen? Nee, der kommt dahin. Komm. Zack. Und? Jawohl. Okay. Hier reiht sich ja wirklich Rätsel an Rätsel. Was mache ich damit? Ah, da oben links, genau. So. Jetzt komme ich da nicht hoch. Was ist los? Gerade erst Kaffee getrunken. Ich muss eigentlich fit sein. Checkpoint, sehr gut. Da freue ich mich immer. Gehen wir hier hoch. Und was erwartet uns hier? Säulen. Tempel. Das Steinchen nehmen wir auch mal mit. So. Was ist passiert? Ich wurde an der Decke erdrückt. Macht aber nichts, das sind wir ja schon wieder. So, diesmal gehe ich lieber auf sicher und mache das mal Stück für Stück. Also, Block hier hin. Und dann hier hoch. Ist ja idiotensicher. So. Upsa. Wow. Da stürzt der riesige Fels hier auf die Vase und nichts passiert. Ist klar. Ist klar. Okay. Wow. Ja, mach langsam. Was passiert denn hier? Kann ich das nicht irgendwie da doch so drauf plumpsen lassen? Das gibt's doch nicht. Na gut, was muss man denn hier machen? Ich sehe gerade nicht, wo es lang geht. Nein, nein, da hoch? Natürlich nicht.
Moment, was ist hier? Ah, Moment, Moment, Moment. So, vielleicht müssen wir da... Ah, der Schalter aktiviert das hier eben. Okay. Muss einem ja auch mal jemand sagen, ne? So, die Herzen sind fast wieder aufgefüllt. Da, was haben wir denn da? Knochen? Ein Geheimnis gefunden, okay. Gut, komm mal mit, Block. Komm mal mit. Ach, ist das nur... Okay, okay, der Block muss da wahrscheinlich gar nicht hin. Muss ich den jetzt zum Anfang zurückbringen? Vermutlich. Dann ist der Bereich hier nur für dieses Secret. Dann nehmen wir den mal mit. Auf geht's. Komm hier runter. So. Schwupps. Wow. Einen Moment nicht aufgepasst. Was ist denn da unten? Da gehen wir doch runter, oder? Da kann man doch. Jawohl, das klappt. Das habe ich genau gesehen. Da lassen wir uns nicht lumpen. Da haben wir doch einen schönen Schutzschild hier. So kann es weitergehen. Aus, aus. Alles gut. So Schalter soll es an jedem geben. An jedem, an jeder Kanone geben. Kann man das Kanone nennen? Ja, ich nenne es Kanone. Feuerkugelkanone, aua. Gefährlich. Das ist gefährlich, durchaus. Ich halte auch nicht mehr viel aus. Was hat der Schalter bewirkt? Keine Ahnung. Kann man da irgendwas... Bin ich hier richtig? Ja doch, hier bin ich richtig, klar. Der Anfang. Da haben wir es doch. Der muss hier rein. Öffne dich! Jetzt! Sofort! Ach so, Moment, ich muss was tun. So. Hier gibt mir ja gar nichts abgenommen. Lalala. Wo sind wir denn jetzt? Hoch oder runter? Kann man den runterschieben? Nein, geht nicht. Ich muss eigentlich... Kann ich da runter? Gehen wir da runter. Muss ja, ne? Hey, das ist doch mein alter Kumpel, Zeusi, ne? Diese Tempel sind die einzige Verbindung, die wir noch zu der sterblichen Welt haben. Wenn sie es schaffen, sie zu zerstören, wird unsere Gegenwart für immer von hier schwinden. Oh oh. Die Geschöpfe, die einst von den Göttern bestraft wurden, haben sich gegen uns aufgelehnt. Sie sind in dem Glauben, dass sie auf diese Weise die Gunst von Helios gewinnen. Die Erde, die du siehst, ist nicht mehr als ein Relikt der glorreichen Vergangenheit. Heute fällt das Feuer des Helios auf sie herab. Vielen Dank. Helios ist der mächtigste der Titanen. Er ist viel älter als die Götter selbst. Sein unvergängliches Feuer war stets über uns, schützte uns und wacht über allem, was geschah. Nur er selbst weiß, warum er uns nun bestraft. Vielleicht ist er es leid, nur ein Zuschauer zu sein angesichts der Bosheit und Zerstörung durch die Menschen.
hat deshalb beschlossen, alles dem Erdboden gleichzumachen und ein neues, gerechteres und gutmütigeres Zeitalter zu beginnen. Nichts können wir Götter gegen seinen Willen ausrichten. Uns bleibt nur, dich zu führen und dir bei deiner Suche zu helfen. Juhu! Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Bald wird Helios zu nah sein, als dass du seine Geisel tragen könntest. Klingt bösartig. Gehe weiter auf deinen Weg durch die Portale hindurch. Ich werde dich bis zum Berg Parnassos führen. Dort wirst du den Jungen finden. Verstehe. Danke für das Gespräch und schön, dass ich so viel vorlesen durfte. Mache ich ja eigentlich nicht, aber... Oh. Interessant. Ja, eigentlich bin ich nicht so der Fan vom Vorlesen. Man kann ja, wenn man das möchte, selbst mitlesen. Aber hier habe ich jetzt mal eine Ausnahme gemacht. Zumal ich auch dachte, dass uns hier der gute Zeusi alles näher bringt. Da wollte ich ein bisschen so ein auf Zeus machen, ja. Aber egal. Ich denke, es war erträglich. Ich muss gestehen, ich hätte Lust, hier unten den Block wegzumachen. Mach ich auch. Ja, mach ich auch. So. Totale Zerstörung. Och, war glaube ich eine gute Entscheidung. Hat genau gepasst. Wunderbar. Nanu? Hey, mach langsam. So, so. Ein Gürtel habe ich gefunden. Oh, hat mir nichts genützt. Da gehe ich zu rabiat an die Sache ran. Sag mal, wieso bin ich jetzt hier schon wieder? Hoffentlich kommt jetzt nicht nochmal der Zeusi mit seinem Denken. Haben wir ja alles schon gehört, ne? So. Ja, nee, da kommt nicht nochmal was hier. Lass mich hoch. Okay, ich mach alles nochmal. So. Ups. Jawohl. Diesmal fällt es ein bisschen anders. Habe ich das Geheimnis jetzt? Oder? Ja, ich hab's klar. Klar hab ich's. Wunderbar. Ich dachte schon, ich muss da wieder reinspringen. Okay. Au, au, au. Das war ein schlechtes Timing, ich geb's zu. Ja. Okay. Da müssen wir wohl durchfahren mit dem Steinschier. Volle Fahrt voraus. Aber nicht so schnell. So. Checkpoint! Alles erreicht für heute. Was kann man hier machen? Geht das hoch? Ja. Passt. Hier kann man auch was anheben. Den schmeiße ich mal da runter, dass man... Oh nein, 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 das sind Stacheln. Moment, bleib wieder oben. Bleib. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Komm, wenigstens ein Stück. Das wird nix, das wird nix, das ist zu schwer. Plan B. Sich erschlagen lassen. So, dann machen wir da ein bisschen auf Höhe. Ah, wunderbar, und ein Herzchen, das haben sie geschickt platziert, aber die wussten genau, dass das passiert. Herzchen. Vielen Dank dafür. Ohne durchflattern, hm? Ja. Passt.
Da drüben ist da was. Da müssen wir bestimmt hoch. Ne? Geht das? Nee, da komme ich gar nicht lang. Vorsicht. Okay. Gut. Noch ein Checkpoint. Ah, eben geht's. Eben läuft's, ne? Ah! Gerade noch Glück gehabt. Ich hab gedacht, es wäre vorbei jetzt. Das nehmen wir mal mit. Das muss eine Bedeutung haben. Moment, 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 wieso verpufft das hier jetzt? Kann ich da irgendwas mitmachen? Erstmal gucken. Oh, der Geißbock. Na, mein Freund. Was willst du hier? Mach mal langsam. Willst du jetzt gegen den kämpfen oder was? Auch das noch. Komm mit, mein Freund. Au, 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 au. Von vorne, von hinten, von alle Seiten hin. Hier. Puff. Leg dich mal mit mir nicht an, mein Freund. Vollgas. Reicht nicht. Ich rieche den Ausgang. Gell? Gell? Da ist doch der Ausgang, oder? Ja, da ist der Ausgang. Geschafft. Gut, puh, hat auch wieder doch länger gedauert, der Level hier. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.